Zockergenossen, hier ist Jack von Jack in the Game. Weiter geht's mit Dark Souls. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollten wir zu den vier Königen. Und da werden wir so einen Ort gehen, wo wir schon die ganze Zeit hingehen konnten. Eigentlich. Aber es uns nicht getraut haben. Theoretisch. Aber halt, bevor wir jetzt zu den vier Königen gehen, müssen wir woanders hin. Und zwar müssen wir erstmal noch was holen. Wir müssen nämlich jetzt zum... wo war das? Dark... Nee, nicht Dark Moon Town, wo ist das? Muss mal gucken. Wo das war. Müssen wir ernsthaft zurück zum Undead Parish? Anscheinend. Gut. Absolut. Jetzt komme ich in den Wald rein. Den Dark Root Garden. Und den Dark Root Garden, den werden wir hassen. Ich muss mal gucken, ob ich den Gegenstand überhaupt habe dafür. Ja, habe ich, gut. Ups. Der Dark Root Garden ist nämlich weiter hinten eine Hardcore-PvP-Zone. Wir haben jetzt gesehen, Leichtsinn, dass kein PvP ist, wird bestraft. Deswegen werden wir uns jetzt mit sehr, sehr ungutem Gefühl durchrushend zum Bosswagen. Wir werden uns mal zum Bosswagen. Und der Boss ist ein alter Bekannter von uns, den wir hier legen müssen. Und das werdet ihr gleich traurigerweise erleben müssen. Denn dieser Kampf geht mir sehr an der Seele. Ach Quatsch. Kein Kampf ging mir so sehr an der Seele. Außer Demon's Souls made blubberblub. Was eine andere Story. Ja, Pray the Sun. So. Wir müssen hier lang. Das Crest of Artorias nutzen wir dafür nämlich. Ist da gerade ein Gegner mehr gespawnt oder so. Und normalerweise könnten wir hier jetzt EP farmen, weil hier diese Gegner rumlaufen. Die sind an sich auch super easy eigentlich. Aber, wie ich gesagt habe, es ist eine PvP-Zone. Hier werden wir auf jeden Fall sehr viele PvP-Kämpfe schreiben, wenn wir lange bleiben. Weil hier ist der Covenant Guardian of the Woods. Hier ist die Katze oben links. Seht ihr? Das heißt, wir müssen so schnell es geht jetzt mal durch. Lauf. Wir müssen da rein. Da müssen wir schnell rein. So. Diesen Bosskampf brauche ich aber natürlich eine andere Waffe dazu. Wir müssen richtig viel Glück haben hier im Kampf. Thank you.
Ja, Sifferas hat ihn zwar wiedererkannt, aber er muss diesen Ort beschützen. Das ist das Grab von Artorias hier. Und er hat uns natürlich an den Geruch wiedererkannt, dass wir ihn gerettet haben. Oh. Und das Vieh ist eine Bitch. Der Trick hierbei ist, unter ihn zu kommen. Denn dann hat er keine Chance. Wenn wir auch ihn treffen könnten da unten. Es laufen auch sehr viele Theorien hier herum, dass man ihn leben lassen kann. Geht nicht. Der muss sterben, leider. Das ist nämlich einer der wohl herzergreifendsten Kämpfe überhaupt in diesem Game. Neben dem Kampf gegen Maiden, Astratas, Astrias, Maria Magdalena. Weil dieser Hund möchte eigentlich nichts anderes außer das Grab seines Meisters verteidigen. Aber wir müssen an das Grab wegen eines Gegenstandes. Ansonsten kann man nämlich nicht die vier Könige machen. Mistvieh. Nein! Und wir sind down. Aber ihr seht, der große graue Wolf Sif ist tatsächlich schwer. Ich würde sogar sagen, wir nehmen mal statt den Speer das Fury Sword mit. Und zwar nochmal durch. So. Also, nehmen wir nochmal die Fakten durch. Sif haben wir gerettet, ist aber immer noch unser Gegner. Sif verteilt das Grab, weil er Angst hat, dass wir das gleiche Schicksal erleiden wie Artorias selber. Artorias war nämlich Sif sein Herrchen, somit gesehen. Wir müssen aber ran da an das Grab. Wir müssen wirklich von Artorias etwas nehmen, was ihm gehört hat. Und zwar seinen Ring. Artorias hieß nämlich der Abgrundwandler, irgendwie Abysswalker. Und mit dem Ring können wir erst, oder nur mit dem Ring, können wir den Abyss wandeln, der bei den vier Königen ist. Das heißt, wir müssen Sif töten. Und garantiert werden alle Mädels sagen, oh Jack, wie kannst du nur, böser Jack. Und so weiter. Aber naja, so ist das Leben, Leute. So, haben wir unsere Seelen wieder bekommen? Das ist wirklich einfacher. Aber daran merkt man, die Gegner haben wirklich verschiedene Arten von Resistenzen. So, tut mir leid, Sif. Da ist er. Der Ring des Artorias. Und die Seele von Sif natürlich bekommen. So, jetzt kann man noch sein Grab erkunden. 40.000 Seelen, das ist sowas Gutes. Wir erkunden sein Grab und finden den Hornissenring. Der Hornissenring gehört jemand anders. Der gehört nicht Artorias. Müssen wir gerade gucken. Ich glaube, das steht so da drin.
One of the special rings granted to the four knights of belong to Lord of here, Lord's Blade Kieran. Kieran ist nämlich die, von der wir die Porzellanrüstung haben. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Das kann weg. Wir müssen zurück. Und dann müssen wir rüber zum. Ach, wo müssen wir noch hin? Wir müssen zum Feierlingsschrein, genau. Die Seelen geben jetzt nicht aus für einen. Blub blub. Wie heißt das jetzt nochmal? Die Seelen gebe ich nicht aus für. Hohoho, ne? Fürs Level, weil die Seelen werden wir brauchen für die letzten paar Rüstungsteile, die wir kaufen wollen. Warte mal. Wir brauchen 10.000 für die Dingsrüstung. Wir machen einen Plan B. Ich habe einen Plan B auf dem Kopf. Jawohl, die Rüstung ist ja scheißegal. Eigentlich. Wir können New Game Plus, könnten das eigentlich auch nochmal holen. Nee, ich stelle erstmal noch ein Level ab. Oh, guck mal, wir haben genug Seelen, dass wir noch einen Punkt holen können. So, Level 86 sind wir sogar. Perfekt. So. Wir müssen nach unten und brauchen einen Gegenstand jetzt. Und zwar brauchen wir diesen Hexenfluch. Und Hexenfluch ist. Hexenfluch ist dazu da, dass wir die Geister unten erledigen können. Eh nur ich das, oder kann es sein, dass diese Füßchen da kleiner sind als der Oberteil der Rüstung? Na, egal. So. Wir wagen uns jetzt mal nach da unten. In die Neulondo-Ruinen. Puh. Aber bevor wir jetzt wirklich jetzt den Boss machen, können wir uns noch was davor erledigen. Und das machen wir jetzt. Zuallererst nutzen wir einen Transient Course Curse gleich. So. Denn erst jetzt können wir diese Seelen angreifen. Hopp. 300 Leben. Das geht ja noch. So, wie ihr gesehen habt, ist er alles überflutet. Wir müssen das Wasser ablassen, nämlich. Sonst kommen wir in den unteren Bereichen nicht rein. Und da ist der Boss nämlich versteckt. So. Weiteres Problem ist der Transient Curse. Also der Hexenfluch. Hält nicht. Lange, der hält 5 Minuten, glaube ich. Deswegen müssen wir so schnell es geht diesen Bereich schaffen. Oder clearen zumindest. So, wir müssen hier nach unten. Müsst aufpassen, hier sind jede Menge. Ja, ihr seht schon hier. Dings versteckt. Jede Menge Geister. Was uns das sogar noch ein bisschen erschwert. So, noch ein Transient Course. Transient Course, perfekt. A Curse, och, da unten! Das da ist der Weg, den wir hin müssen. Wir gehen aber erstmal oben lang. So, aufpassen, da oben ist der Geist. Large Soul of Nameless Soldier. Da oben, der Typ, den müssen wir uns erstmal erreichen. Der hat nämlich was für uns. Und Neulondo, kann ich auch mal was erzählen. Neulondo war. Als Stadt geplant. Es war auch eigentlich eine Stadt. Jedoch
Jedoch wurde es durch einen richtig finsteren Trick... ...überflutet. Damit sind all diese Seelen hier... deshalb sind die ganzen Geister hier. Das sind die Seelen... oder... ja, ja doch. Die Seelen... aller Bewohner von Neulondo. Traurige Story, ich weiß. Oh, Drecksvieh. Wir können auch nicht viel machen da. So, da oben ist er nämlich. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ja, hat's richtig... Er hat's richtig gesagt, Artorias war der Einzige, der durchwandeln konnte aus die Dark Raids. Und ja, ich habe mir getötet, aus dem Grund... Wir können jeden Händler, sogar beim Feierlingsschwein, töten. Ich habe nicht getötet, weil wir werden hier später nämlich nicht mehr vorbeikommen. So, was hat unsere Zeit eigentlich? Wir sind eigentlich auch schon jetzt zum Feierabend. Ja, und ich sag mal so, wir killen auch schnell diese zwei Gegner. So. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Oder wartet mal, wir machen mal ganz kurz einen Schnitt. Oder nee, oder Mann, ich weiß es nicht. Falls es kein Schnitt wird, sehen wir uns beim nächsten Part. Euer Jack, bis gleich. So, willkommen zurück. Sorry, ich habe mir Zeit total gehört. Wir haben noch 13 Minuten, Herrgott nochmal. Die können wir natürlich jetzt nutzen noch, um wirklich, vielleicht noch die vier Könige zu schaffen. Da gehen wir zum Schluss hoch. Denn das ist ja unser Hauptziel. Ja doch, dann. Okay, da können wir nichts machen. Ah, da drüben war es ja, genau. Ja, Ziel jetzt ist ja, wie gesagt, halt die vier Könige erledigen. Aber dafür müssen wir erstmal das Floodgate öffnen. Da können wir nicht. Nee. Da ist das Zielgate gewesen. So. Okay. Das hat mir geschafft. So, der Knackpunkt hierbei wäre jetzt. Hier ist zu hoch. Wie gesagt, wir springen runter. Aber ich glaube, warte mal, wir können doch mal hier. Müsste ja nicht möglich sein. Ah, ich Idiot. Ich wollte keinen Trank nehmen. Na egal. So, wir gehen nochmal hier nach unten. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Hier sind die Dark Wraiths. Das sind sie. Deren Rüstung kann man auch kriegen, wenn man deren Covenant beitretet.
Aber das ist eine ganz andere Sache. Vielleicht, wenn ihr mal New Game Plus sehen wollt, können wir mal so an diesen Kurven anstreben. Weil im New Game Plus gibt es auch einiges, was man zeigen kann. Wir sollen nicht an allen alten vorbei gekommen. So, ich muss überlegen, wir müssen hier. Nee, warte mal. Nee, da war nix. Ich muss überlegen, wo wir lang müssen. Okay, da lang. Wo sind wir jetzt? Ja, ich muss mir überlegen, wo lang müssen. Ich bin so verwirrt gerade, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Oh. Oh. Ah. Au. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Scheiße. Aber lass mich kurz überlegen. Ja, machen wir mal einen Plan B. Wir lassen die Menschlichkeit da mal liegen. Die hätten sowieso nicht viel genutzt. Okay, doch, vielleicht ein bisschen mehr Schaden versperrt. Nee, wir nehmen jetzt eine Abkürzung. Eine Abkürzung meine ich wirklich eine Abkürzung. Die ehrlich gesagt sogar ziemlich gut für uns wäre gerade. Geschafft. Unten. Und wie sonst eigentlich immer, würde ich euch sogar diese Tricks auch wirklich empfehlen, wenn ihr Speedruns machen wollt oder wenn ihr wirklich so wie ich keinen Bock habt, diese Gegner zu erledigen. Weil sie entweder zu schwer oder zu nervig sind. Am meisten die Dark Raves, die sind ehrlich gesagt einfach nur So, ihr seht schon, der Wasserspiegel ist hier richtig krass gesunken. Aber das ist ja nicht der Grund, warum, oder doch, das ist der Grund, warum wir es geöffnet haben. Nee, aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt hier lang gehe. Oh doch, das ist auch der Grund, warum ich hier lang gehe. Ha! Ich rede so verwirrende Scheiße schon wieder. So, aua! So, und zwar... Oder müssen wir hier runter? Den Trank nehmen wir immer so. Den erledigen von hinten. Okay, der ist erledigt, gut. So. Ja, genau, der Weg ist es nämlich gewesen. Ist nicht hier auch noch ein Dark Raid versteckt gewesen? Hm. Ist ja auch egal. Wir wollen was erleben. Ey, wenn ich vom Teufel rede, ne? Diese Kampfbewegungen sind einfach nur geil von denen. So.
Genau. Hier lang war es. Den Dark Raid hier gehen wir aus dem Weg. Oh! Oh, ficken. Falscher Weg gewesen. Da drüben, da wo die Geister gerade hinfliegen. Da hätten wir hingemusst. Scheiße. Ey, ich könnte schon wieder. Ich könnte echt wieder fluchen. Aber gut, okay. Wir haben mal gelernt, Rushen bringt auch nichts. Na los, komm. Sehr schön. So. Wir gehen das ganz behutsam. So, aus Sicherheitsgründen werde ich mal noch meinen Aufzug nach oben schicken. So, als nächstes gehen wir jetzt mal den ganzen Weg nochmal entlang. Brauchen wir nicht. Warte mal. All das Unwichtige kann erstmal raus aus der Liste. So. Wir müssen... Ja genau, hier nach unten. Einen Trank nehmen wir und wir rennen nicht so einfach los. Ah, ficken. So. Ich nehme mal den Speer mit. Ich habe so das Gefühl, deswegen brauchen wir den jetzt. Das hat mir erledigt. Da lang. So. So. Theoretisch. Lustig ist ja jetzt. Die kann ich hier durch, das ist gut. Theoretisch könnte man jetzt runterspringen. Aber dafür brauchen wir einen bestimmten Ring. Covenant of Artorius. Der Schwur ist ab... Oder doch, der Schwur? Oder Eid? Keine Ahnung. So, wichtige ist jetzt hier bei diesem Bosskampf erstens so runter zu springen, dass wir auch ohne Schaden landen, ja. Wichtig ist bei dem Boss, es sind vier Bosse, die nach und nach herkommen. Das heißt, wir müssen den ersten so schnell es geht erledigen. Da ist er schon. Und gleich in den Nahkampf gehen. Geht nicht in den Fernkampf mit ihm. Oh. Scheiße!
Ja, das ist schon der zweite. Okay. Plan B. Ja, Plan B. Wir nehmen dafür das Schwert, das lassen wir weg. So, mal kurz gucken, ob wir eine Rüstung haben, die irgendwie besser ist. Magieschaden, genau. Ist auch besser, perfekt. Ist auch besser, perfekt. Und wir dürfen natürlich nicht über 42 kommen. So, jetzt suchen wir eine Rüstung, die noch besser ist als die. Perfekt. Ah, da kommen wir auf 42. Da kommen wir auf 41. Da kommen wir auf 42. Aber die ist auch besser, warte mal. Das ist hier reines Herumgesuche jetzt. Ist hier noch irgendwas, was irgendwie... Okay. Guck mich nicht so an. Das ist nicht meine Lieblingskombination. Gut. Wir werden sogar... ein bisschen Menschlichkeit dafür verschwinden. Sollte mich hier an den Schaden sehen. 294, okay. 98. 302. Mal gucken, was wäre, wenn wir jetzt zwei ausrüsten. 330. Hat mich damit zu tun, wie ich schon gesagt habe, das sind Chaoswaffen. Das heißt, je mehr Menschlichkeit wir bei uns tragen, desto mächtiger werden sie auch. So, ich muss gerade nachgucken. Ja doch, die kann ich jetzt raus. 6 Menschlichkeit nur, ey, das ist, oh, eklig. Aber okay. So. Der Trick jetzt ist halt, dass wir wirklich doch durchrushen. Wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Wir müssen hoffen, dass wir den ersten sofort erledigen. Ohne große Umschweife. Sofort müssen wir ihn auch umhauen können. Was wir nicht schaffen, ist Ende im Gelände. Und die vier Könige sind tatsächlich unscheiße eine Herausforderung. Am meisten im New Game Plus. Ich weiß noch ganz genau, wie ich es zum ersten Mal gespielt habe. Da brauchte ich knapp, lasst mich lügen, 13, 14 Versuche. Bis ich auf die Idee kam, im Dark Souls Wiki im Chat mal nachzufragen, ob jemand auf meinem Seelenlevel ist und ob er mal ein Zeichen setzen könnte, um mir zu helfen. Bis heute bin ich ihm immer noch dankbar. So. Wir gehen hier nach unten. Und ihr seht, wir hauen richtig fetten Schaden rein, aber dieser Ritter hält einiges noch aus. Ich hoffe, dass es auch ausreicht, der Schaden. Ich hoffe sehr. Wenn nicht, sind wir am Arsch. So, hier durch, hier rüber. Schnell durch. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Und hier die Plattform nach unten springen. Boah, ich hasse jetzt schon den Kampf wieder. Knapp. So, wo spawnt er? Ich hoffe bei den Seelen. Ich hoffe bei den Seelen, bitte. Ja, perfekt.
Okay, der ist down. Aua. Böser König. Und die klauen uns tatsächlich die Menschlichkeit ohne mit dem Angriff. Boah, ich hasse das Vieh. So, wo ist der nächste? Ah, da ist er. Wir müssen sofort. Ja, sofort einen Heiltrank nehmen. So, okay, der Mosch erledigt. Perfekt. Heiltrank. Der letzte jetzt. Da ist er. Für die Ehre der Gamer! Oh. Super. Vier Se. Ey, wir haben vier Menschlichkeit zurückbekommen. Ich lässt sofort. Oh Mann. Jetzt wird's schwer. Und zwar haben wir jetzt, ihr könnt es schon erahnen, den Endkampf vor uns. So, erstmal warpen wir uns zurück zum Feinding schon und holen die restlichen Rüstungen. Ich glaube, die sehen reichen aus. So. Alter, ich brauche eine Rüstung mit Feuerresistenz jetzt. Beziehungsweise gehen wir erstmal generell wieder auf der Torias-Rüstung zurück. Erstmal. Und den Ring brauchen wir nicht mehr, das ist das Gute. Wir brauchen jetzt wieder unseren guten alten Havel-Ring. Muss ich kurz gucken. Kurz gucken. Jetzt ziehe ich die Guardian Armor wieder an. Halt. Nein. Ja. Denn wir werden den nächsten Kampf ohne Witz hardcore verkacken. So. Aber bevor wir das natürlich machen, werden wir uns hier mal. Uns hier erstmal noch die letzten Rüstungsteile holen, die selten. Und zwar. Ornstein. Und die Darkmoon-Rüstung. Thank you. So, ich wollte mal ganz. Ja. Ich wollte mal ganz kurz nachgucken. Ornstein-Rüstung hat nämlich. Ja, doch! Hat einen hohen. Lorenschutz vor Flammen. Flammen brauchen wir nämlich jetzt. Ich mag die Rüstung. So. Ich bin so froh jetzt. Das ist wirklich das letzte Mal, dass wir sowas benutzen müssen in diesem Game. Oh. Okay. Feierling Shrine, genau. So. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es dann heißt Artorias. Nee, nicht Artorias. Lord Gwyn
entmächtigen und das Spiel abzuschließen. Freut dich drauf. Euer Jack.